Wir haben in kurzem Abstand den dritten kleinen Patch, also die Entwickler sehr fleißig zwischen den Jahren und es ist ein sehr interessanter Patch, denn es wird tatsächlich der Elite Specialist einmal angepasst. Ob das genug Veränderungen sind, damit der mehr Einsatz findet und nicht eigentlich standardmäßig gedodged wird, das wird sich erst noch zeigen, aber der Reihe nach. Also es gab wieder eine kleine Downtime. Es gibt jetzt eine neue Variante, nämlich den Mass-Produced Scorpion und genau wie bei den anderen Mass-Produced Einheiten ist es jetzt so, dass die Einheit günstiger wird, hier um 100 Credits und dafür senkt sich natürlich hier der Attack, HP und Range-Wert ab. Ich finde das eine potenziell sehr nützliche Variante, weil der Scorpion ja an sich schon sehr viel Damage hat und auch recht beefy ist. Von daher, das Einzige, was so ein bisschen schmerzt, ist hier eigentlich dieser Range-Wert. Aber ich denke, das kann durchaus Anwendung finden. Die nächste Variante, mit der ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet hatte, ist die Extended Range Steel Ball-Variante. Und zwar ist es hier so, dass sich die Reichweite vom Steel Ball um 40 erhöht. Die HP gehen auch richtig stark runter um 40% und der Attack-Wert um 30%. Jetzt muss man natürlich ein bisschen abwägen. Die 40 Reichweite sind gerade für den Steel Ball wirklich enorm. Wann hat man Reichweite beim Steel Ball benutzt? Ja, zum Beispiel in dem Matchup Steel Ball gegen Steel Ball, denn die Balls, die zuerst einlocken, die gewinnen dann auch, ja. Selbst wenn sie irgendwie schlechtere Werte insgesamt haben, weil der Attack vom Steel Ball eigentlich so funktioniert wie bei Melting Point. Ja? Attack fängt langsam an und wird dann immer stärker und der Endwert ist halt extrem hoch. Von daher macht hier dieser Attack-Wert, der um 30% runtergeht, gar nicht mal so viel aus. Man muss dann halt wirklich abwägen, sind diese HP wichtiger oder ist die Reichweite wichtiger. Dann gibt es noch ein paar Balance-Anpassungen und zwar: Es wird wieder einmal die Extended Range War Factory angepasst und zwar haben wir hier wieder einen Nerf. Wir haben jetzt eine geringere Reichweite, also hier von 20, dann immer noch die HP-Reduktion um 40, aber es wird der Attack-Wert auch nochmals um 20% gesenkt und ich muss sagen, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob das schon zur Genüge getestet wurde, aber ich habe ja mal ein Video gemacht zur Extended Range War Factory, dass das so mein kleiner Tipp ist, sich das Upgrade auf jeden Fall zu holen und dann das mit zusätzlich dem normalen Range Upgrade zu spielen und eventuell sogar mit dem Overload Upgrade, dass die War Factory auch schneller angreift und dann ist sie einfach super stark und ist super schwer zu kontern, ja. Deswegen, das hier auf jeden Fall eine gute Anpassung. Ob das jetzt eventuell zu viel des Guten ist, man wird es im Nachhinein sehen. Und jetzt die interessanteste Änderung eigentlich, der Elite Specialist, ja. Und der wurde eigentlich, ich glaube, da sind sich alle Spieler einig, dass es der am schwierigsten zu spielende Spezialist ist, weil es einfach auf der schlechteste ist. Ja, man ist gezwungen, Level 2 Units zu kaufen. Und daran hätte man meiner Meinung nach etwas ändern sollen. Aber erstmal, wie sieht die Änderung aus? Man bekommt am Anfang 100 Supplies extra. Und hier steht able to immediately recruit Level 2 Units. Und das ist ein bisschen trügerisch, weil ich habe es mal in den Testing Grounds ausgetestet. Und able to sagt für mich eigentlich, dass man die rekrutieren kann und nicht muss. Ja, und genau dieses Muss ist aber immer noch gegeben und das ist auch genau das Problem. Ja, man möchte manchmal ein paar Spam-Einheiten, Chaff kaufen, wie zum Beispiel Crawler-Fangs und die muss man dann halt auf Level 2 kaufen und die kosten dann halt auch dementsprechend mehr. Demzufolge kann man auch solche Extras wie Deployment Specialist und so weiter nicht wirklich gut ausnutzen. Da kann man ja 3 Einheiten stellen, aber wenn jede Einheit halt teurer ist, dann kann man nicht so viele stellen, ja. Deswegen auch war immer die große Schwäche, wenn man als Elite Specialist irgendwie geflankt wird, dann muss man ja irgendwie eine Kontereinheit da hinstellen und wenn diese dann aber teurer ist als der Gegner, dann kann der halt von allen möglichen Seiten angreifen und man selbst ist eigentlich nur im Hin- und Herspringen und weiß nicht, was man machen soll, ja.
Deswegen, die 100 Supply extra sind auf jeden Fall wichtig und gut, aber wahrscheinlich nicht genug. Ja? Bisher hat man den Elite Specialist sogar so gespielt, dass man in der ersten Runde gar nichts gekauft hat, um dann in der zweiten Runde halt richtig zulangen zu können. Oder man hat am Anfang sogar was verkauft. Ja? Das ginge halt auch. Deswegen meine Empfehlung eigentlich hier, die Möglichkeit geben, Level 2 Units jederzeit anwerben zu können und es nicht zum Muss machen. Das wäre halt gut. Oder halt diese Fähigkeit, Level 2 Units zu rekrutieren, insgesamt zu vergünstigen für diesen Specialist und es nicht zum Muss machen. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Dann gab es noch eine weitere Anpassung, nämlich dass wieder einmal hier die Memory Usage nach unten angepasst wurde. Das finde ich hervorragend. Ich hatte persönlich aber auch keine großen Performance-Schwierigkeiten bis jetzt auf Spiele, die tatsächlich in Runde 12 gehen oder sowas, ja. Okay, das war's auch schon. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Ganze jetzt hier wieder angepasst wird. Es ging ja jetzt hier ratzfatz. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.